Okay, schnall dich an. Bist du angeschnallt? Die Logik der Welt muss zu nichts führen, denn ihr Ziel ist nichts. Entscheidest du dich, nichts zu haben, zu geben und zu sein als bloß ein Traum, dann musst du deine Gedanken ins Vergessen lenken. Moin, ihr Lieben, Andreas hier. Freut mich, dass du hier bist. Freut mich, dass wir hier uns einander Berater in der Show sein können. Und als Berater, als dein Berater und du als mein Berater, schauen wir uns den Weg an, wie wir aus dem Vergessen und aus der Schwäche herauskommen in das, was wir in Wahrheit sind. Du hast ein Anrecht auf Stärke, weil dein natürlicher Seinszustand ungespalten ist. Du hast einen natürlichen Anspruch darauf, die Eigenschaften zu erfahren, die dir bei deiner Schöpfung gegeben wurden. Und natürlich ist es nicht möglich, wenn unser Geist gespalten ist oder wenn wir ihn in Spaltung halten, also sozusagen pflegen, hegen und pflegen. Jesus nennt es ein Groll hegen, mit anderen Worten, zu urteilen und das Urteil aufrechtzuerhalten. Und in dem Urteil, ja, wenn, was passiert, wenn du urteilst, wenn du, und das ist so landläufig hier in der Welt, dass wir ständig urteilen, dass es gar nicht wirklich als Urteil auffällt. Aber das, was du jetzt gerade machst, das ist ein Urteil. Das, was ich jetzt hier gerade mache, ist ein Urteil. Und ich sehe es als Bilder. Ich sehe es als Welt. Ich sehe es als etwas, womit ich mich identifizieren kann. Ich sehe es als etwas, was nicht angemessen ist, was nicht mit etwas anderem zusammenpasst. Sagen wir mal, ja, das ist okay, dass es hier diesen Schreibtisch gibt, aber es ist nicht okay, dass das hier ein bisschen unordentlich ist. Und es ist auch gar nicht okay, dass hier noch ein Haar von mir liegt. Weil es nicht mit, es geht nicht wirklich um das Haar oder es geht nicht ums Unaufgeräumtsein. Es geht darum, dass der Geist sich irgendeine Rechtfertigung dafür sucht, in der Spaltung zu bleiben. Und hier kannst du wirklich mit Fug und Recht fragen, wie komme ich denn da raus? Ja, wie komme ich denn da raus? Muss ich jetzt hier jedes einzelne Ding vergeben? Muss ich das Unaufgeräumtsein vergeben und das Haar? Und dass es jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, um irgendwas zu erledigen oder zu früh, um mir sowas anzuhören? Und die Antwort ist nein. Und ja, die Antwort ist, dass wir hier erkennen, dass wir gar keine Basis haben, um zu urteilen. Also ist es nicht wirklich das sequentielle Aufheben von Urteil. Und die Basis dafür ist eine Einsicht, dass du gar nicht urteilen kannst. Okay, lass uns mal kurz ins Handbuch für Lehrer schauen. In die Frage, wie wird Urteilen aufgegeben? Das ist Frage 10. Und da heißt es im vierten Absatz: Erinnere dich, wie viele Male du dachtest, dass du alle Tatsachen, vermeintliche Tatsachen kenntest, die du zum Urteilen brauchtest. Und wie sehr du dich geirrt hast. Na, wie oft hast du gedacht, dass du alles weißt, um ein Urteil zu fällen und dann merktest, oh, das war ja überhaupt von Anfang an überhaupt nicht richtig. Gibt es irgendjemanden, der diese Erfahrung nicht gemacht hat? Möchtest du wissen, wie viele Male du bloß dachtest, Recht zu haben, ohne jemals zu bemerken, dass du Unrecht hattest? Warum würdest du eine derartig willkürliche Basis wählen, um Entscheidungen zu treffen? Weisheit ist nicht Urteil. Die Welt sagt, Weisheit ist ein gutes Urteil, aber Weisheit ist nicht Urteil. Sie ist das Aufgeben des Urteils. Weisheit ist das Aufgeben des Urteils, weil es die Einsicht mit sich bringt, dass ich mich hier irre, selbst wenn ich alle vermeintlichen Fakten kenne. Fälle also nur noch ein einziges Urteil. Es ist dieses. Es ist jemand bei dir, der Heilige Geist, dessen Urteil vollkommen ist. Er kennt alle Fakten, die vergangenen, gegenwärtigen und die, die noch kommen werden. Er kennt alle Wirkungen seines Urteils auf jeden und alles, was irgendwie daran beteiligt ist. Und er ist jedem gegenüber
gänzlich gerecht, denn in seiner Wahrnehmung ist keine Verzerrung. Okay, gut. Dann ist das hier die Basis für Lektion 234. Heute will ich über nichts urteilen, was geschieht, weil ich nicht urteilen kann. Ich will heute ehrlich mit mir sein. Ich will nicht denken, dass ich bereits erkenne, was jenseits meines gegenwärtigen Fassungsvermögens bleiben muss. Jenseits meines gegenwärtigen Fassungsvermögens liegt das Urteil des Heiligen Geistes. Ich will nicht denken, dass ich das Ganze aus Stückchen meiner Wahrnehmung verstehe, die alles sind, was ich erblicken kann. Heute begreife ich, dass es so ist. So werde ich von Urteilen entbunden, die ich nicht fällen kann. So befreie ich mich selbst und das, worauf ich schaue, um in Frieden zu sein, wie Gott uns schuf. So befreie ich mich selbst und das, worauf ich schaue, um in Frieden zu sein, wie Gott uns schuf. Vater, heute lasse ich die Schöpfung frei, sie selbst zu sein. Ich ehre alle ihre Teile, in denen ich eingeschlossen bin. Wir sind eins, weil jeder Teil deine Erinnerung enthält. Und die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten. Wir sind eins, weil jeder Teil deine Erinnerung enthält. Und die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten. Und vielleicht siehst du das als etwas, was immer wieder geschieht, dass du immer wieder die gleichen Dinge erfährst und da dein Urteil drauf gelegt hast. Vielleicht erfährst du das als etwas, was nicht geschehen sollte. Vielleicht siehst du Dinge, die nicht mit dem übereinstimmen, was normalerweise geschehen sollte. Das Urteil sagt ja immer, ich weiß es besser. Und ich kann das hier einstufen. Aber wenn du siehst, dass du weder die regulären Ereignisse noch die ungewöhnlichen Ereignisse beurteilen kannst, dann können wir uns treffen. Und das ist dieser Moment. Dann können wir uns in diesem Moment als der eine Geist sozusagen begegnen, als der heilige Sohn Gottes. Ja, und das, was das in Ganzheit ist, das kann mir in Erkenntnis gezeigt werden, in Offenbarung und in Wahrnehmung, solange da Wahrnehmung ist und du nimmst ja jetzt wahr, ich vermute ganz stark, dass du jetzt wahrnimmst und ich nehme jetzt auch gerade wahr, heißt das, dass wir neue Reflexionen von uns bekommen. Das heißt, dass wir von den Ideen loslassen, dass ich von den Ideen loslasse, was das hier bezwecken soll, wie das ideale Ergebnis ist, sowohl in meinem Geist als auch auf Formebene. Ja, dass ich das Privileg habe, mich von allem loszusagen, was wie eine zeitliche Beurteilung aussehen könnte oder eine zeitliche Einstufung. Also mit anderen Worten, wie wird dein Geisteswandel eingestuft? Von anderen oder von Gott oder von dir selbst oder von anderen Kursschülern und Kurslehrern, bist du da gut dabei? Von diesem Ergebnisdenken kannst du dich befreien. Ich kann mich von meiner Idee befreien, dass dieser Podcast irgendwelche besonderen Reaktionen hervorrufen soll. Und so kann ich mich aus meiner Zeitlinie rausnehmen. Und du kannst dich aus deiner Zeitlinie rausnehmen. Das waren jetzt nur Beispiele. Aber was auch immer du denkst, was dich definiert, was dich zu dem macht, was du jetzt bist oder was du gern sein möchtest und dich selbst zu befreien von diesem Urteil, denn ein angestrebter Zustand ist ein Urteil, dass du über dich jetzt fällst, denn du sagst, ich bin das jetzt nicht, ich komme aber vielleicht dahin und stattdessen akzeptiere ich das Licht, das von jenseits von Raum und Zeit hier und jetzt ist. Ja, jedes Bruchstück oder jeder Teil enthält die Erinnerung an Gott. Eine holographische Idee
in einem holographischen Bild enthält jedes Bruchstück, das man da finden kann, das gesamte Bild. Und die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten. Das heißt, du findest in jedem Bruchstück hier, du findest in diesem Tisch, in diesem Smartphone, in diesem Haar, in diesem Buch oder was auch immer du gerade anschaust, die Gesamtheit der Erinnerung daran, wer Gott ist und dass du eins mit ihm bist. Und hier bist du dankenswerterweise auf deine Bereitwilligkeit hingewiesen, dass du die Angst vor Gott verlieren kannst. Dass du hier stehen kannst und sagen kannst, ja, ich habe mir hier in der Vergangenheit Angst gemacht, aber jetzt ist jetzt. Die Vergangenheit kann mich nicht berühren, sie ist vorbei. Und ich stehe hier mit meinem Bruder, weil ich nichts haben möchte, was ich nicht mit ihm teilen kann. Ich möchte nur das, was ich mit ihm teilen kann. Denn sonst bleibe ich alleine und bleibe in meinem Urteil. Vater, heute lasse ich die Schöpfung frei, sie selbst zu sein. Ich ehre alle ihre Teile, in denen ich eingeschlossen bin. Wir sind eins, weil jeder Teil deine Erinnerung enthält und die Wahrheit muss in uns allen als eins leuchten. Ja, und da haben wir eine Beziehung, die in uns leuchtet. Eine Beziehung ohne Distanz, ohne dass zwei verschiedene Teile miteinander in Beziehung stehen, sondern dass ich als Träumer, als der träumende Christus, dass du als träumender Christus hier Zugang zu einer neuen Möglichkeit hast, die nur in diesem Moment immer in Erwägung gezogen und akzeptiert wird. Hier sind deine mächtigen Gefährten, hier sind deine heiligen Unterstützer, hier sind deine Berater in deiner Sicht, hier sind alle aufgestiegenen Meister. Und hier wird deine Vernunft bestätigt oder vielleicht der Funken von Vernunft, den wir gefunden haben in uns. Der sagt, natürlich ist es anders, als ich dachte. Denn jeder Versuch meinerseits hier geradeaus zu denken, hat mir zwar eine verlässliche Welt gebracht, aber es war eine Welt der Trennung. Aber bringe ich einen Gedanken hierher, der gegenwärtig unendlich vernünftig und geradlinig ist, dann kann ich zum Glück mir eingestehen, ich kann das nicht selber denken, aber ich schließe mich diesem Gedanken an, der gegenwärtig in mir ist. Heute will ich über nichts urteilen, was geschieht. Denn ich habe ein Anrecht auf die Schau, die mir eine Reflexion in Raum und Zeit gibt, die mir sagt, dass das hier schon längst vorbei ist. Und dass das gegenwärtige Licht, die gegenwärtige Bestätigung, die aus der Wehrlosigkeit und somit Stärke kommt, die Welt für einen Augenblick als Ganzes hinterfragen möchte, um ganz sie selbst zu sein, um ganz das Licht selbst zu sein. Das, was du bist, das, was ich bin. Und natürlich befasst du dich mit weltlichen Dingen. Natürlich befasst du dich mit deinem Leben, wie du es kennst, mit deinem Job, mit deinen Beziehungen, mit deinen Aufgaben, Verpflichtungen, Haushalt und so weiter. Jeder hier hat Haushalt. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der hier keinen Haushalt hat. Und gehst sozusagen scheinbar wieder zurück in Zeit. Oder gehst in die lineare Wahrnehmung von Zeit. Und dennoch hast du in jedem Moment die Möglichkeit, aus dieser gegenwärtigen Erfahrung, die wir hier miteinander teilen, eine Erinnerung verfügbar, die dir sagt, du brauchst Zeit in keinem Augenblick rechtfertigen, sondern kannst dich immer wieder hier
einklinken, kannst dich immer wieder hier in diesen Raum begeben, der in dir ist, und zu sehen, dass du gar nichts zu tun brauchst, denn die Erlösung erlöst dich ja tatsächlich. Und wir können hier für einen Augenblick miteinander ruhen, in der Erinnerung daran, was die Wahrheit ist. Jeder Teil enthält deine Erinnerung. Und ihr Lieben, ich freue mich über Kommentare. Ich lese mir alle durch und teile gerne, welche Gedanken dir zu dieser Lektion kommen. Und teile es in den Kommentaren, dadurch machst du es für dich stärker und verlässlicher. Denn du drückst dich aus, du erfährst dich in deinem Ausdruck, in deinem neuen Lehren. Und das ist für alle ein Gewinn. Und es freut mich, dass wir hier gegenwärtig einen neuen Schritt gemacht haben. Den einzigen Schritt, den es braucht. Aus Zeit in gegenwärtige Unschuld. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, dein Vertrauen, dein Üben, Praktizieren, dein Erinnern, dich an Hilfe zu wenden, um Hilfe zu bitten, wenn es eng wird. Und einen wundervollen Tag dir und uns allen. Gott segne uns alle, jeden Einzelnen und ganz besonders dich in der Stille des Herzens und dem Licht, das wir hier miteinander teilen. Einen wundervollen Tag dir.